Moin, meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Wenn ihr bei eurem Wärmepumpentrockner das Problem habt, dass die Trocknung viel zu lange dauert oder nach Ablauf der Laufzeit, das sind im Schnitt 4 bis 5 Stunden, eure Wäsche noch feucht oder klamm ist, dann solltet ihr bei Wärmepumpentrocknern zunächst einmal die Temperatur überprüfen. Dazu lässt man das Gerät am besten in einem Zeitprogramm ohne Wäsche mindestens 30 Minuten laufen. Und nach diesen 30 Minuten prüft man dann im Innenraum die Temperatur. Nach 30 Minuten sollten im Innenraum mindestens 60 Grad erreicht werden. Ist das nicht der Fall, dann solltet ihr als nächstes prüfen, ob im Prinzip die abgehende Leitung am Kompressor nach diesen 30 Minuten mindestens 60 Grad heiß wird. Dazu baut ihr, wenn ihr vor dem Gerät steht, die rechte Seitenwand ab. Seht an der Seite einen schwarzen Kompressor. Von dort gehen 2 Kupferleitungen ab. Eine Kupferleitung muss heiß werden, eine oder die andere Kupferleitung muss kalt werden. Das prüft ihr, wie gesagt, auch nach ca. 30 Minuten. Wird dann hier die eine Kupferleitung anständig heiß, dann könnt ihr euch relativ sicher sein, dass der hintere Teil vom Wärmetauscher zugesetzt ist und gereinigt werden muss. Wie ihr diesen hinteren Teil dann reinigen könnt, das verlinke ich euch mal oben unter dem i. Wird auch hier die Leitung nicht heiß bzw. die andere Leitung nicht kalt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass Kältemittel fehlt. Ihr könnt auch in dem Zuge mal schauen, ob vielleicht hier vorne alles mit Flusen zugesetzt ist, weil dann kann es natürlich auch sein, dass der Kompressor anläuft, wird aber nicht anständig gekühlt und der fängt dann an zu takten, also geht immer wieder an, immer wieder aus. Dann kann natürlich auch die Temperatur nicht erreicht werden. Wichtig wäre auch noch zu beachten, gerade bei Wärmepumpentrockner, diese Geräte sollten nicht kälter als 10 Grad stehen. Gerade jetzt im Winter, wenn die Geräte im Keller stehen und dort wird es etwas kühler oder manch einer hat es auch draußen im Waschhaus oder so, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn das Gerät kälter als 10 Grad steht, dann funktioniert diese Wärmepumpentechnologie nicht mehr richtig und das Gerät kann nicht mehr anständig trocknen. Also schaut bitte, dass euer Gerät mindestens über diese 10 Grad steht. Empfehlenswert ist natürlich über 15 Grad. Auch das lässt sich nicht überall einrichten. Aber wie gesagt, dann ist nichts am Gerät defekt. Ihr braucht keinen Techniker, müsst selbst auch nichts austauschen. Dann liegt es einfach daran, dass die Umgebungstemperatur viel zu kalt ist für das Wärmepumpengerät und das Gerät dann nicht funktionieren kann. Wenn ich euch mit diesem Video helfen konnte, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und diesem Video einen Daumen nach oben gebt.